So, in der Hoffnung, dass die Aufnahme funktioniert mit MTS, dabei ist die liebe Lübin. Gut, sie mag jetzt nicht reden. Wie ihr seht, ich bin nicht im Multiplayer, ich bin im Singleplayer. Ich schwitze mir auch gerade den Arsch ab. Ich schaue schon die ganze Zeit mir so ein bisschen Sachen auf YouTube an. Ich würde gerne ein bisschen streamen für euch. Das Problem ist, dass wir aktuell 31 Grad in Berlin haben und ihr wisst, dass ich jetzt nicht gerade der Schlankeste bin. Ich fühle mich gerade wie so ein Chicken Wing in der Fritteuse. Nur, dass ich nicht in literhaften Weise Öl drin rumschwimme, sondern dass ich einfach so schwitze. Ne? Das ist halt so eine Fett und. Deswegen seid mir nicht sauer, dass im Moment keine Streams kommen, dass jetzt vielleicht gerade mal dieses eine Video kommt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse darüber. Das Problem ist einfach, es ist wirklich gigantisch warm, gigantisch heiß. Was wir machen können, ist mal kurz den LKW reparieren. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Wenn es am Samstag auch so scheiße heiß ist, werde ich tatsächlich den 12-Stunden-Stream verschieben müssen. Oder ich muss gucken, dass ich mir irgendwo einen Ventilator organisiere. Weil es ist einfach brutal krass. Es ist sogar so, dass ich ja aufgrund der Hitze Balu sogar schon in die Badewanne gesetzt habe zum Abkühlen. Und ich habe jetzt extra gewartet, bis die Sonne untergeht. Und ich kann euch sagen, ich gucke raus. Ja, die Hitze steht. Es ist wirklich so, ja, keine Wolke am Himmel. Ja, doch da hinten. Circa 4 Kilometer entfernt ist eine Wolke zu sehen. Keine Regenwolke. Ich nutze aber die Zeit sinnvoll, zwecks Wohnungssuche. Habe auch ein bisschen rumtelefoniert. Ich habe da auch schon wieder lustige Sachen erfahren, dass Vermieter auf komische Sachen reagieren. Ich werde übrigens darüber auch mal ein Video machen. Ja, was mich so anwurmt an Wohnungsbesitzern. So ein Scheiß und ja. Aber wie gesagt, nicht wundern, es ist zu warm, um zu streamen und ja, Ventilator besitze ich nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, kauf dir einen, du Arschloch. Nö. Lieber in die kalte Badewanne steigen. Für Stream, klar, wäre das von Vorteil, ein Ventilator, aber ich sehe es jetzt auch nicht ein, 40, 50 € für einen Ventilator auszugeben. Sehe ich wirklich nicht ein. Deswegen, seid mir nicht sauer und wir gucken, wie die Wetterlage ist. So, Freitag würde ich mich dann nochmal melden. Heute ist, glaube ich, Montag aktuell. Wir gucken einfach. Wenn es jetzt die Tage ein bisschen regnet und sich abkühlt, dann werde ich einen kleinen Stream machen. Aber solange wie es so krass warm ist, erstmal nicht streamen wollen. Wenn ich einen Stream raushauen sollte, dann wird das wahrscheinlich dann auf dem frühen Morgen sein. Ja, so ein, zwei Stündchen LKW fahren. Gemeinsam für die, anwesend sind. Für die Schüler, die aktuell wieder Schule haben, tut es mir dann leid. Aber ihr könnt euch ja den bisschen im Nachhinein angucken. Aber wir werden da nichts Weltbewegendes machen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dope Cookie. Tschüss mit Dosen und Sushi.